Hallihallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Saskias Beauty-Blog. Was ein geiles Intro immer, ich weiß aber auch nicht, was ich zu Beginn sagen soll. Ich habe euch auf Insta-Story gefragt, ob ihr Bock habt, dass ich ein bisschen was aus meiner Zeit bei Louis Vuitton erzähle. Da habe ich ja 5 Jahre lang gearbeitet. Ich hatte auch mal ein Video gemacht über meine Zeit als Flugbegleiterin. Falls ihr das noch nicht gesehen haben solltet, kann ich euch auch gerne in die Infobox verlinken. Und es haben super viele immer gefragt, wie war das so bei Louis Vuitton und da kann ich euch in dem Video auch erzählen, warum ich das so lange geheim gehalten habe und nicht auf YouTube gesagt habe, wo ich arbeite. Und ja, ihr habt abgestimmt, ihr wollt es sehen, ich habe Bock mit euch zu reden. Dann würde ich sagen, fangen wir doch damit an. Oh, kennt ihr das, wenn ihr ein neues Oberteil anhabt und da ist noch so ein Schild drinne. Das kratzt mich gerade zu Tode, aber whatever. Es hängt doch dieses Ding hier vor. Ich sehe meine Fresse selbst nicht mehr drinne. Okay. Ja. Also, falls ihr mich noch nicht kennt, ich bin die Saskia. Ich bin 32 Jahre alt und ich habe schon verschiedene Berufe ausgeübt. Unter anderem habe ich eine Lehre gemacht im Büro. Sprechkäse, lecker. Mann, die Bücher, ey, heute ist aber auch der Wurm drin. Ja, also ich habe eine Bürolehre gemacht, 3 Jahre lang als Kauffrau für Bürokommunikation, habe ziemlich schnell gemerkt, dass das nicht mein Ding ist. Bin dann zum Fliegen gegangen, bin 5 Jahre lang für eine japanische Airline geflogen. Wie gesagt, auch dazu verlinke ich euch das Video in der Infobox. Da haben auch ganz viele gesagt, ich soll nochmal einen zweiten Teil von drehen. Also wenn ihr da noch irgendwelche Fragen habt, dann kann ich gerne auch nochmal da ein zweites Video zu drehen, weil das war irgendwie für viele total interessant. Und ja, da dachte ich mir doch, nach so vielen Jahren kann ich vielleicht auch mal ein Video über meine Zeit bei Louis Vuitton drehen. So, wie fing das Ganze an? Warum bin ich zu Louis Vuitton gegangen? Warum in den Einzelhandel und warum in die Luxusbranche? Also es ist so, ich wollte irgendwann nicht mehr fliegen. Ich hatte zum Schluss einfach total die Schlafstörungen und war irgendwie total oft 36 Stunden am Stück wach und war einfach nur am Arsch und hatte auch keine Lust mehr aus dem Koffer zu leben, obwohl es ein wirklich toller Job ist. Und dann habe ich überlegt, so, was mache ich denn jetzt? Ich wollte nicht zurück ins Büro und wusste ehrlich gesagt auch wieder mal nicht, wohin mit mir. Ich glaube, das geht ja ganz vielen so, dass man sich so denkt, keine Ahnung, was soll ich eigentlich machen? Und meine beste Freundin hatte zu dem Zeitpunkt schon 2 oder 3 Jahre bei Louis Vuitton gearbeitet. Ich glaube, 2 Jahre. Das war 2010, als ich zu Louis gegangen bin. In dem Jahr habe ich auch geheiratet und nach der Hochzeit bin ich, glaube ich, noch 1 Monat oder so geflogen und bin dann zu Louis Vuitton nach Frankfurt gegangen. Ja, und sie hatte mir halt immer gesagt, oh, das ist so cool und so, komm doch zu uns, wir suchen Leute und ja, dann bin ich da gelandet. Okay, mal wieder war meine Speicherkarte voll, wie so oft in meinem Leben. Was wollte ich überhaupt erzählen? Also ich hatte zu dem Zeitpunkt jetzt nicht so einen großen Bezug zu solchen Luxusmarken oder so, aber ich dachte mir, ach, in so einem Luxusgeschäft, da ist wahrscheinlich das Arbeiten im Einzelhandel irgendwie schon angenehmer, als wenn ich jetzt bei Primark stehe oder so, wo so Massen an Menschen kommen und wo du ständig alles hinterherräumen musst. Und ich dachte mir, ja, das könnte cool sein und habe mich dann 2010 beworben. Musste dann zum Vorstellungsgespräch erstmal nach Düsseldorf, da war die Hauptfiliale damals, ist jetzt aber in München alles, und hatte dann noch ein zweites Gespräch in Frankfurt und das auch auf Englisch, weil man auch bei Louis Vuitton halt hauptsächlich Kunden hat, die halt Englisch sprechen oder sehr, sehr viele, nicht hauptsächlich, aber sehr, sehr viele. Und mein Japanisch, was ich halt gelernt hatte in der Flugbegleiterzeit, kam mir halt auch so ein bisschen zugute. Ja, das Gespräch war auch total nett und ich habe mich eigentlich gleich wohl gefühlt. Was mir halt immer sehr wichtig ist, wenn ich irgendwo arbeite, dass ich halt so ein cooles Team irgendwie habe. Und das war es auf jeden Fall. Das waren wirklich sehr, sehr coole Leute, die dort gearbeitet haben. Ich kann gar nicht mehr reden. Die dort gearbeitet haben. Wir hatten wirklich sehr viel Spaß. Natürlich gab es auch ein paar Idioten dort. Die gibt es immer. Aber zum größten Teil waren es coole Leute. Zum Beispiel auch... okay, nee, ich sage das jetzt lieber nicht. Ich weiß gar nicht, ob sie will, dass ich sage, dass sie dort arbeitet. Egal. Auf jeden Fall, meine beste Freundin hat auch dort gearbeitet. Und ja, ich weiß noch, dass ich am Anfang immer da stand und mir dachte, wie krass die Leute einfach sind. Die kommen da rein und nehmen einfach mal so ein Portemonnaie für 500 Euro mit. Und für mich war das so, boah, krass. Also, ist immer noch krass, aber man gewöhnt sich natürlich da auch so ein bisschen dran. Aber am Anfang war ich echt so mit dem, oh mein Gott, wer sind diese Leute, woher können sich das leisten? Und ich hatte mir irgendwie den Job auch so ein bisschen einfacher vorgestellt.
Ich habe nicht gewusst, wie umfangreich das Sortiment von Louis Vuitton ist, wie viele Taschen es gibt, wie viele verschiedene Produktlinien. Und die erstmal alle zu lernen, alle Namen von jeder Tasche zu kennen, die Größen zu wissen, die Preise zu wissen. Oh mein Gott, ich glaube, so einen Kopf, ja, der Kopf ist mir geraucht. Ich habe jeden Abend, wenn ich nach Hause gefahren bin mit der Bahn, habe ich immer gelernt und geguckt und auch noch zu Hause. Aber ich kam ja auch immer erst um 8 nach Hause und da warst du halt auch fix und fertig. Ja, also wie gesagt, es war auf jeden Fall schon am Anfang sehr viel, was man lernen musste. Natürlich ist es auch peinlich, wenn du vor einem Kunden stehst und der irgendwie eine 3.000-Euro-Tasche anguckt und der fragt, was für ein Leder ist das? Und du weißt nicht, was das für ein Leder ist. Also sowas darf natürlich nicht passieren. Und das ist auch gut so, dass man da wirklich sehr viel trainiert wird, sehr viele Schulungen besucht und auch Materialschulungen, wie werden die Taschen gefertigt. Und dann bekommst du auch zu der Marke einfach so einen anderen Bezug. Und das war eigentlich sehr, sehr schön bei Louis und hat mir immer sehr gut gefallen. Ich war dann später, ich glaube nach 1-2 Jahren, für Uhren und Schmuck zuständig mit einer Kollegin. Habe ich auch immer sehr gerne gemacht. Erstmal habe ich total Angst vor der Abteilung gehabt, weil ich eigentlich mich mit Uhren und Schmuck so gar nicht auskannte. Aber als ich dann in der Abteilung war und mich mehr mit dem Thema beschäftigt habe, hat es mir total viel Spaß gemacht. Und ich stehe bis heute sehr auf Uhren zum Beispiel und hatte da auch einige Schulungen, war in der Schweiz und habe mir das alles angeguckt, wie so eine Uhr gefertigt wird und ja, so Sachen halt. Also sowas siehst du ja so in normalen Berufen nicht. Und das fand ich halt immer sehr, sehr schön bei Louis. Und ja, ich habe immer sehr, sehr gerne dort gearbeitet. Ich habe Vollzeit da gearbeitet, also immer von 10 Uhr morgens bis um 7 Uhr abends war das Geschäft offen mit einer Stunde Pause und bin dann, bis ich zu Hause war, war es so 7:45 oder so und bin aber morgens auch schon, ich glaube, um 8:30 aus dem Haus. Also es ist schon echt ein langer Tag, es ist fast 12 Stunden, die man nicht zu Hause ist und man ist halt schon echt fertig. Also ich habe das ein bisschen unterschätzt. Ich dachte ja, im Luxus, da kommen nicht so viele Kunden, da kannst du chillen. Nein, kannst du nicht. Also das ist, mittlerweile ist es sogar so krass, dass echt Schlangen draußen stehen und die Leute am Eingang koordiniert werden müssen, wann die drankommen. Ich habe damals ja noch in dem alten Laden in der Goethestraße gearbeitet und jetzt sind wir ja seit ein paar Jahren umgezogen in einen ganz tollen großen Laden. Obwohl ich sagen muss, zum Arbeiten fand ich den Kleinen fast schöner. Es war einfach familiärer. Der Große ist wirklich wunderschön, aber es ist so, man hat so ein bisschen so ein Kaufhaus-Feeling bekommen. Und zum Arbeiten fand ich persönlich den Kleinen immer schöner. Und super viele haben mich auch schon damals in meiner YouTube-Zeit immer gefragt, wo arbeitest du, was machst du, warum sagst du nicht, wo du arbeitest? Und es hatte einfach den Grund, dass ich natürlich bei so einem Ladengeschäft wie Louis Vuitton jetzt nicht sagen kann, ich arbeite bei Louis und jeder kommt rein und besucht mich, was ja schön ist, aber was halt nicht so professionell kommt. Und ich glaube, meine Chefin hätte es jetzt auch nicht so cool gefunden, wenn ich da ständig irgendwelche Selfies mit Leuten gemacht hätte. Natürlich kam der ein oder andere Kunde, der mich dann damals schon erkannt hatte und es war immer total nett. Aber wenn ich es so öffentlich gemacht hätte, wären wahrscheinlich noch ein paar mehr in den Laden gekommen und das geht natürlich nicht. Und ich glaube, das versteht ihr jetzt auch im Nachhinein. Aber das war immer lustig, was mir da unterstellt wurde. So, du schämst dich für deinen Job oder du arbeitest gar nichts. Und ja, also ich habe immer gearbeitet, so ist es nicht. Und ja, es war schon auch eine harte Zeit damals, auch mit YouTube, weil ich bin wirklich um 8 Uhr nach Hause gekommen, habe dann gekocht, wir haben gegessen, aufgeräumt, dann war es vielleicht 9 oder 10 und dann habe ich angefangen, meine Videos zu drehen und zu bearbeiten und saß dann teilweise echt bis 3 Uhr nachts an meinen Videos und musste um 7 oder 8 wieder spätestens aufstehen, ja, um 7 eher. Ja, das war teilweise nicht so einfach, aber ich habe immer sehr, sehr gerne dort gearbeitet und es war echt eine schöne Zeit und ich will es nicht missen und ja, vielleicht erzähle ich euch am besten auch so ein paar Situationen, die da so vorgefallen sind. Und wo ich jetzt heute drüber lache, aber da erlebst du auch Dinge durch. Sagst dir, ich glaube generell, wenn man mit Menschen zusammenarbeitet, da kommen manchmal Sachen, wo du dir denkst, alter Schwede. Ja, natürlich ist bei Louis Vuitton eine Kundschaft, die man jetzt vielleicht nicht überall hat. Also es ist jetzt nicht nur so, dass da stinkreiche Leute reinkommen, da kommen auch ganz normale Leute wie du und ich rein. Aber es gibt natürlich auch so ein paar Schnösel, die dann da reinkommen und die halt teilweise auch nicht so nett sind, das gibt's. Obwohl ich sagen muss, es kam sehr, sehr selten vor. Ich glaube, je nachdem, wie man den Leuten auch entgegenkommt, sind die auch zu dir. Und ich habe keine Unterschiede gemacht, ob jemand jetzt super Geld hat, weil das siehst du natürlich, wenn jetzt jemand mit einer Kroko-MS reinkommt, dann weißt du, okay, da ist Kohle vorhanden. Oder wenn jemand mit einem zerrissenen T-Shirt reinkommt. Mir war das scheißegal, ich habe jeden Kunden immer gleich bedient. Und das Coole ist, und das fand ich wirklich so, so cool, dass oft die Leute, die
keine Marke anhaben, gar kein Logo tragen, dass die die meiste Kohle haben und das meiste Geld da gelassen haben. Und ich fand das immer so cool, weil ach, dieses von Kopf bis Fuß irgendwelche Marken tragen ist ja jetzt auch nicht so cool, finde ich persönlich. Und das hat mir immer sehr gut gefallen. Ja, das fand ich total toll. Und natürlich gibt es im Verkauf immer Kollegen, die dann die Kunden, die halt Geld haben, gleich abgreifen wollen und die dann wie die Geier schon auf der Lauer stehen am Eingang und die Kunden irgendwie abfangen. Ich finde es persönlich immer anstrengend, wenn man als Kunde gleich überfallen wird. Ich mag es, wenn ich erstmal in Ruhe ein bisschen gucken kann und dann gefragt werde, ob man Hilfe braucht. Das habe ich so immer gehandhabt. Jeder macht es natürlich anders. Ich weiß auch noch, dass ich, bevor ich bei Louis angefangen habe, immer selber so ein Problem damit hatte, irgendwie in solche Geschäfte zu gehen. Es kam jetzt auch nicht oft vor, dass ich irgendwie auf der Goethestraße war, aber wenn, dann war das immer so, oh nee, da gehe ich nicht rein. Die sehen doch, ich habe kein Geld, das ist doch peinlich. Und ich habe mit vielen gesprochen, auch in der Zeit, wo ich bei Louis gearbeitet habe, und so viele denken das. Das ist totaler Schwachsinn, kann ich euch sagen. Niemand wird denken, was macht die hier? Also viele haben immer so ein bisschen Hemmungen, in so einen Laden zu gehen. Meine Mutter hat mich zum Beispiel bis heute, ich bin ja jetzt nicht mehr da, aber bis heute nicht einmal besucht und ist reingekommen. Voll schade, weil ich immer gesagt habe, komm doch mal, der Laden ist so toll, ich würde ihn dir gerne zeigen. Ach nee, ich fühle mich da unwohl, hat sie immer gesagt. Also sie wollte auch nie reinkommen, obwohl ich da gearbeitet habe. Ja, ich hatte auch mal eine Situation, oh Mann, das war auch lustig, da kam so eine ältere Frau zu mir und hat gemeint, oh, ist es nicht schwer hier zu arbeiten für Sie? Und dann habe ich gemeint, nö, was meint sie denn jetzt damit? Naja, hier sind so schöne Sachen und sie können sich irgendwie so gar nichts davon leisten. Und dann habe ich gedacht, okay. Und dann meinte sie so, naja, wenn sie ganz, 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 ganz viel sparen, kaufen sie sich mal einen Gürtel. Es lohnt sich. Und du stehst dann so und denkst dir, danke. Das ist so, okay. Ja, ich hatte natürlich auch ein paar prominente Kunden, jetzt nicht A-Promis oder so, aber schon so ein paar Leute, die man kennt. Da ist es natürlich auch mal total aufregend, ne? Dann geht dir so die Pumpe, obwohl das natürlich ganz normale Menschen wie du und ich sind. Da gibt es auch Unterschiede. Manche waren super nett, manche waren arrogant. Also ich nenne jetzt natürlich keine Namen, aber da gibt es halt auch krasse Unterschiede. Ich weiß noch, dass meine Freundin einmal angerufen wurde von einem bekannten Fußballer, obwohl so bekannt war der Arzt auch nicht, aber von einem Fußballer, der dann gesagt hat, ja, wie ist denn das, wenn ich jetzt zu euch komme? Muss ich da irgendwas beachten? Und sie meinte nur so, nee, du kommst halt einfach in den Laden wie jeder andere, ja, aber wird dann der Laden für mich geschlossen? Oder, also, oh Gott, ich weiß nicht, manche denken auch, sie sind jetzt irgendwie, keine Ahnung, Beyoncé oder so, wenn sie den Laden betreten. Ist auf jeden Fall witzig. Man trägt auf jeden Fall in dem Laden auch immer Uniform. Also ihr könnt nicht eure normale Kleidung tragen, sondern ihr seid schon verpflichtet, die Uniform zu tragen. Die kriegt ihr natürlich gestellt von der Firma. Habt auch meistens ein Halstuch und eine Tasche, die ihr gestellt bekommt. Und ja, damit es einfach luxuriös und einheitlich aussieht. Wahrscheinlich interessiert euch alle, was man bei Louis Vuitton verdient. Das darf ich natürlich öffentlich so nicht kommunizieren, aber ich kann euch sagen, dass es für den Verkauf auf jeden Fall sehr, sehr gut ist. Sonst wäre ich auch nicht in den Verkauf gegangen, kann ich ehrlich sagen. Es ist schon so, dass man in Luxusgeschäften einfach mehr verdient als im Einzelhandel jetzt bei H&M oder Zara oder so. Aber es wird natürlich auch sehr viel mehr von einem verlangt. Also man muss wirklich die Produkte gut kennen und man muss Fremdsprachen können. Also Englisch ist Voraussetzung und noch eine zweite Fremdsprache wäre auf jeden Fall von Vorteil. Französisch wird natürlich gerne gesehen, weil es eine französische Firma ist. Aber ja, Chinesisch ist auf jeden Fall das, was am meisten benötigt wird, weil da haben wir die meisten Kunden immer gehabt. Und ja, Japanisch war jetzt auch nicht so verkehrt, obwohl ich sagen muss, so viele japanische Kunden kamen leider nicht mehr. War wohl früher anders. Ja, ich erinnere mich auch, dass wir oft viel Scheiße gemacht haben jetzt im Nachhinein. Also wir haben echt viel Spaß gehabt. Es ist nicht so, dass es da total steif zugeht. Es war wirklich super lustig. Wir haben echt im Packraum teilweise so viel Käse gemacht und unsere Chefin hat das halt immer über Kamera verfolgt und dann angerufen und gesagt, könntet ihr bitte mal aufhören damit? Oh Gott, ich weiß noch, wir haben uns in irgendwelche Kartons gesetzt und, ach, keine Ahnung, total den Scheiß gemacht auf jeden Fall. Und es war echt immer total lustig und hat viel Spaß gemacht auf jeden Fall. Ich muss auch gerade lachen, weil wir hatten oft Kunden, was waren das überhaupt für Kunden, wo kamen die her? Ich weiß es jetzt gar nicht genau, auf jeden Fall kam so eine Art von Kundenstamm, die aus einem bestimmten Land, ich weiß gerade gar nicht, wo die herkamen, die dann immer irgendwie gesagt haben, und das haben die immer gesagt, und ich weiß bis heute nicht, was es bedeutet,
Show me this bag. But same, same. What the fuck willst du mir damit sagen? Show me the bag, but same, same. Was soll es bedeuten? Same, same ist die gleiche Tasche. Hier, bitteschön, ja. Also manchmal konntest du auch dich echt kaputt lachen über Kunden. Oder auch teilweise echt angeschrien oder angefeindet von Kunden, die sich dann beschwert haben, dass es zu teuer sei, als würde ich die Preise machen. Ich hatte zum Beispiel Kunden, die dann gesagt haben, sie suchen eine Handtasche. Ja, ich soll mal ein paar Handtaschen zeigen, die so Einsteigermodell sind vom Preis. Und das habe ich dann getan. Und als sie dann den Preis gehört haben, haben die mich angeschrien und gesagt, ich habe ihnen doch gesagt, ich möchte einen Einsteigerpreis haben. Und dann habe ich gesagt, ja, tut mir leid, aber das ist der Einsteigerpreis. Und dann waren die total sauer und sind gegangen. Habe ich mir aber auch gedacht, so, ja gut, erstens mache ich nicht die Preise und zweitens weiß man, dass da eine Tasche halt nicht 50 Euro kostet normalerweise, aber gut. Auf jeden Fall habe ich nie bereut, bei Louis Vuitton gearbeitet zusammen. Es war ein guter Arbeitgeber, es war schön dort zu arbeiten, ich hatte tolle Kollegen. Natürlich ist es ein sehr anstrengender Job gewesen, weil man einfach den ganzen Tag auf den Füßen ist, den ganzen Tag erzählt und redet und wenn man nach Hause kommt, möchte man einfach nur seine Ruhe haben. Das war aber auch schon in meiner Flugbegleiterzeit so. Ich glaube, in jedem Job, wo du mit Kunden Kontakt hast, bist du einfach ausgelaugt, wenn du nach Hause kommst. Und auch körperlich war ich einfach oft am Ende, weil du halt wirklich den ganzen Tag die Treppen hoch, runter rennst, auf die Leitern gehst, von oben die Taschen irgendwie runterholen musst. Das hört sich jetzt alles super easy an, aber es ist wirklich sehr, sehr anstrengend. Ja, also ich habe es nie bereut, ich würde es immer wieder machen. Jetzt habe ich halt mich dafür entschieden, nicht zurückzugehen, weil einfach die Arbeitszeiten für mich persönlich als Mama nicht so kombinierbar sind irgendwie und ich natürlich auch lieber YouTube-Videos drehe, wenn ich ehrlich bin. Und ja, aber ja, ihr wolltet ja ein bisschen was davon erfahren. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt überhaupt so einen kleinen Einblick geben von der Zeit bei Louis Vuitton. Ja, falls ihr auf jeden Fall in dem Laden noch nicht drin wart und aus Frankfurt kommt, geht mal rein. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Wenn ich in Frankfurt bin, dann gehe ich auf jeden Fall immer meine alten Kollegen besuchen. Und ja, krass. Ich kann gar nicht glauben, dass ich schon seit 3 Jahren nicht mehr da arbeite. Das ist einfach so. Okay. Was die meisten natürlich auch immer von euch wissen wollen, ob man da Prozente bekommt, wenn man da arbeitet. Ja, natürlich bekommt man die. Aber ich finde es persönlich schade, wenn man irgendwie nur wo arbeitet, um Prozente zu bekommen. Und Louis Vuitton ist nicht dumm, man bekommt das erst nach der Probezeit. Also es haben schon viele Leute probiert, da irgendwie einen Monat zu arbeiten und dann mit Prozenten irgendwie einzukaufen. So doof sind die natürlich jetzt auch nicht. Aber ich finde, wenn man wo anfängt zu arbeiten, sollte man jetzt nicht nur wegen der Vergünstigung irgendwie da anfangen. Ja, aber natürlich bekommt man Prozente. Das bekommt man, glaube ich, in jedem Ladengeschäft, wo man arbeitet, dass man da irgendwie vergünstigt einkaufen kann. Mir wurden ja damals leider beim Einbruch alle Louis Vuitton-Sachen geklaut. Also wirklich alles. Es ist einfach nur zum Kotzen, weil ich an vielen Sachen echt krass gehangen habe und manche Sachen auch gar nicht mehr bekommen habe. Deswegen habe ich jetzt irgendwie nur noch ein Portemonnaie von Louis, was ich mir später dann gekauft habe. Aber sonst haben sie mir halt wirklich alles geklaut. Und es waren halt Geschenke zu Weihnachten und so. Und es ist halt echt voll zum Kotzen. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und weitergeholfen, falls ihr euch da bewerben wollen würdet oder so. Also die suchen, glaube ich, auch immer Leute. Und ja, danke schön auf jeden Fall fürs Zusehen. Wenn ihr mehr so Real Talk Videos haben wollt aus meinem Leben, sagt gerne Bescheid, auch wenn ihr vielleicht zum Flugbegleiter-Dasein nochmal ein Update haben wollt. Wie gesagt, ich verlinke es euch in die Infobox unten rein. Dankeschön auf jeden Fall fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen. Ciao.